Hallo Außenwelt, willkommen zum sofortigen Fail in der Aufnahme. Willkommen zum absolut männlichen Let's Play nur für echte Kerle. Und wir zocken heute Pinkie Pies Cannon Blast. Wer Pinkie Pie nicht kennt, das ist ein Pony. Oh, Entschuldigung, aber mit der Stimme, das ist gar nicht mehr so einfach. Ein Pony aus der Serie My Little Pony Friendship is Magic und wir spielen einfach mal los. So, wir müssen, glaube ich, die Sachen hier wechseln. Jawohl, und versuchen, Dreie möglichst immer so in einer Reihe zu bekommen, um damit Punkte zu machen. Ich weiß gar nicht, das Ganze geht, glaube ich, auch auf Zeit. Dürfte also nicht allzu einfach werden. Ich denke mal, wir werden hier noch richtig gefordert werden. Ah, das macht dann die ganze Reihe weg. Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Okay, okay, okay. So, dann wollen wir mal schauen, dass wir diese ganzen netten, bunten Symbole... Yay, wir haben es. Ich meine natürlich, yay, wir haben es geschafft. Your current score 300. Ich würde sagen, das machen wir direkt weiter. Ich fühle mich gerade sowas von dermaßen männlich. Ich hoffe mal, dass das nicht einfach nicht schon zu hart für euch ist. Also wem jetzt hier wirklich schon das Herz flattern... jetzt wird's schwierig. Da. Wer jetzt also schon Herzflattern bekommt, der sollte vielleicht lieber das Video wegschalten und sich irgendwas anderes ansehen. Denn dieses Let's Play ist nun mal, wie der Name schon sagt, nur für echte Kerle. Und das mit der Stimme, das ist echt irgendwie schwierig. Oh. Oh mein Gott. Eieiei. So. Das Let's Play ist nur für echte Kerle. Also... jeder, der das nicht ertragen könnte, kann, sollte dann lieber sich andere Videos ansehen. Denn hier wird noch richtig, richtig Action kommen. Ich würde sogar fast behaupten, jeder, der unter 35 ist, vermag die Schrecken eines solchen Let's Plays überhaupt nicht zu ertragen. Ach, wir sind gut, wir sind so gut, wir sind so gut. Oh mein Gott, eine Combo! Oh yeah! Und die ganze Reihe weg. Bam! Wir sind so verdammt gut, wir sind so verdammt männlich. Yay! Wir haben es wieder geschafft. Das nächste Level erfolgreich beendet. Unser Score 1250 und weiter geht's. Und wir haben ein paar neue Symbole dazu bekommen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Jawohl, sehr schön. Und falls jetzt irgendjemand denken sollte, ah, der Kerl, der guckt My Little Pony. Nein, 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 natürlich nicht. Ich bin natürlich rein zufällig über dieses Spiel gestolpert. Und ich sehe natürlich kein My Little Pony. Ich habe auch, ich habe auch die Folge nicht gesehen, in der Gilda bei in Ponyville zu Besuch war. Und mit Rainbow Dash was unternehmen wollte und die Flatterschei zum Weinen gebracht hat. Nein, nein, also ich ist nicht so, dass ich irgendwelche Sammelfiguren davon hätte. Oder dass ich über die Sendung lachen könnte, weil die Gags einfach gut sind. Oder dass ich sagen könnte so, boah, ist doch nicht schlecht animiert. Nein, 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 ich stehe ja natürlich eher sowas auf männliche Zeichentrickserien wie, keine Ahnung, Super Ninja Hero Turtles hießen sie früher noch zu meiner Zeit. Heute heißen sie ja irgendwie ganz komisch anders. Oh, die Stimme. Alter Schwede. Oh, die Zeit läuft mir davon. Oh, scheiße, 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 scheiße. Ich muss mich ein bisschen mehr konzentrieren hier. Sonst werden wir dieses männliche Let's Play nämlich absolut nicht schaffen. Und das wäre dann nicht so schön. Komm, 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 komm. Ja, komm, weiter, weiter, weiter. Cleared. Ja, 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 ja. Sehr schön, sehr schön. Combo, Combo konnten wir jetzt gut, sehr gut gebrauchen hier. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Die Zeit, die Zeit, die Zeit, die Zeit, die Zeit. Die Zeit läuft uns davon. Die Zeit läuft uns davon. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Yay. Wir haben es geschafft. Sehr schön. Wir haben den Punktestand von 1905. Und ohne Scheiß die ganze Zeit die Stimme so. Versuchen tief zu halten. Das geht ganz schön auf die Kehle. Ich trinke mal gerade einen Schluck Kaffee. Hey. Oh. Okay. Up to the next level. Ich denke mir mal, ich bin mal gespannt, wie dieses Let's Play Hates hageln wird. Von wegen, du bist ja total schwul. Du guckst dir Sendung für kleine Mädchen an. Du bist ja pädophil. Da bin ich wirklich mal gespannt. Das wird Hates hageln ohne
Ende, aber wisst ihr was? Ist mir egal, ich finde die Sendung. Natürlich nicht gut. Ich bin ja schließlich ein echter Kerl. Ich gucke mir natürlich solche Mädchensendungen nicht an. Mit bunten Ponys, die durch ein Dorf latschen. Das Ponyville heißt mit einer Einhornprinzessin namens Celestia und einer anderen Prinzessin namens Luna. Sowas gucke ich mir natürlich nicht an. Nein, 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 nein. Ist ja auch nicht so, dass ich die Main Six kennen würde. Also hier Twilight Sparkle und Rainbow Dash und Fluttershy und Rarity und Pinkie Pie. Und Applejack. Ja, also die Namen sind mir vollkommen fremd. Da habe ich überhaupt nichts mit zu tun. Auch nicht so mit welchen wie Derpy oder Dr. Hooves oder Berry Punch. Ja, also nicht, dass irgendjemand auf falsche Ideen kommt und sich und der Meinung wäre, ich würde mir eine solche Sendung angucken. Natürlich nicht. Ich versuche nur einfach hier das männliche Let's Play zu machen und suche mir dafür extra männliche Spiele raus, die nur für echte Kerle sind. So, wollen wir weitermachen hier? Ich muss mich mal versuchen, ein bisschen mehr hier drauf zu konzentrieren, denn sonst werden wir dieses Spiel hier nicht großartig weit schaffen. Oh, und die Stimme. Die Stimme. Oh, okay. Und weiter hier. Oh, das ist gut. Das Symbol ist sehr gut. Damit können wir erstmal eine ganze Reihe wegkriegen. Yeah. Oh, das hat nicht viel gebracht. Okay, weiter, 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 weiter. So, ich kann es ja schon mal im Vorhinein sagen, wenn euch das Video gefällt, dann schreibt es mir in die Kommentare, lasst mir eine Bewertung da. Oh, wir haben zwei Kanonen, das ist gut. Zweimal Pinkie Pies Partykanone, das ist perfekt. Die geht niemals ohne ihre Partykanone aus dem Haus. Die Herzchen machen wir auch mal eben schnell weg. Ich glaube, dann haben wir wieder ein bisschen Platz. Jawoll! Wenn euch das Video gefallen hat, dann schreibt es mir in die Kommentare, lasst mir eine Bewertung da. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, schreibt es mir auch in die Kommentare. Und wenn ihr mich so richtig scheiße findet, weil ich euch einfach zu männlich bin, dann erzählt all euren Freunden davon, wie scheiße und verdammt männlich ich bin. Yay. Und wir haben den nächsten Level geschafft. Wir haben 3650 Punkte. Und machen einfach mal weiter. Gott, ist das männlich. Das ist so verdammt männlich. Das ist so schwierig, die Stimme die ganze Zeit so zu halten. Oh Gott, mein Hals, der trocknet so aus. Und ist so gereizt davon. Oh, das ist der Wahnsinn. Okay. Da haben wir ja fast eine kleine Kombo gemacht. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Moment, nicht hier runter. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Oh, ohne Scheiß meine Stimme, ne? Oh. Also auf Dauer kann ich das so nicht durchhalten mit der Stimme. Ohne Scheiß nicht. Also, boah. Ist echt nicht einfach, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh mein Gott. Pinkie Pies Party Cannon. Ich würde sagen, wir machen mal die ganzen Geschenke hier weg. Yeah. Oh. Fuck. Da. Ja, also nicht, dass einmal irgendwie noch jemand vielleicht auf die Idee kommen sollte. Oh mein Gott, das ist ein Brony. Nein, ist er natürlich nicht. Ich hasse Bronys. Ganz klare Sache. Ist ja nicht so, dass ich eine Rainbow Dash Figur hätte. Nein, 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 nein. Ist ja auch nicht so, dass ich jetzt sagen würde, Rainbow Dash ist das beste Pony. Nein, 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 nein. Wie gesagt, ich komme ja kaum mit den Namen klar. Ich kenne die natürlich alle nicht. Nur von meinen Kindern. Logisch. Ja, die gucken sich das halt an und da muss man ja teilweise auch als echter Kerl notgedrungen einfach mal mitgucken. Man muss ja wissen, was seine Kinder so schauen. Okay, da. Aber wie gesagt, also ich hasse My Little Pony. Ganz besonders hasse ich die Folge, in der Gilda nach Ponyville zu Besuch kommt und einfach nur gemein zu Fluttershy ist. Ja, damit hat sie sich direkt unbeliebt gemacht. Also diese Folge hasse ich. Wirklich. Und Prinzessin Celestia mag ich auch nicht, davon mal abgesehen. Also von daher, ja, nicht, dass ihr auf die Idee kommt. Oh, der steht voll auf My Little Pony. Nein, 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 nein. Ich mag diese Sendung natürlich überhaupt nicht. Andererseits muss ich ganz ehrlich sagen, mal ernsthaft, ne? Ich gucke auch, guck auch gerne mal hier SpongeBob an und lach darüber. Ich finde das auch gut. Heißt das jetzt sofort so, du bist, keine Ahnung was, weil du dir SpongeBob anguckst, was ja auch eine Kindersendung ist? Leute, 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 Leute. Also ich bin echt mal auf die Kommentare gespannt, auf die Hater-Kommentare, die es dann eventuell hageln wird, auf die negativen Bewertungen, weil es ja ein Spiel mit Ponys ist oder auch weil es um eine Zeichentrickserie mit Ponys geht. Ich bin wirklich gespannt darauf. Ganz ehrlich.
Denn ich kann mir gut vorstellen, dass das dann vor allen Dingen solche sind, die gucken sich lieber sowas an wie He-Man. Ja, hab ich mir früher auch angeguckt. Natürlich, wenn ich mir das heute angucke, denke ich mir, Scheiße, wie schwul ist das denn? Ich meine, da laufen die ganze Zeit irgendwelche knapp bekleideten, extrem gut gebauten Kerle rum. Ja, nur bloß immer Oberkörper und möglichst viel Haut zeigen. Oder Biker Mice from Mars. Ich weiß nicht, wer die Sendung vielleicht kennt. Das ist auch so eine uralte Sendung. Da geht es halt um Mäuse vom Mars, die ebenfalls natürlich extrem gut gebaut sind. Und halbnackig durch die Gegend rennen mit Lederklamotten. Ja, das sieht total schwul aus. Das sind so richtig, richtig schwule Sendungen. Das sind keine männlichen Sendungen, das sind schwule Sendungen. Und ganz ehrlich, bei My Little Pony finde ich, yay, da kann man noch wenigstens über die Gags lachen. Oh, da gibt's noch Punkte, da gibt's noch Punkte, da gibt's noch jede Menge Punkte. Oh, meine Stimme, mein Gott. Ich bitte das männliche Husten zwischendurch zu entschuldigen, aber ich hab's heute nicht so mit der Stimme. Um Gottes Willen. Es ist wirklich nicht einfach, die ganze Zeit die Stimme so auf diesem Pegel zu halten. Das ist wirklich scheiße schwer. Weil ich ja normalerweise doch eine etwas andere Stimme hab. Und da fällt es doch teilweise wirklich sehr, sehr schwer, die Stimme auf diesem Pegel zu halten. Von daher kommt es dann zwischendurch ab und zu mal vor, dass ich dann husten muss. Tut mir dann auch leid, aber ich kann da leider nicht viel gegen machen. Aber ich will ja schließlich nicht die ganze Zeit hier bei einem männlichen Let's Play für echte Kerle mit meiner normalen Stimme reden. Das wäre ja auch ein bisschen langweilig, ne? Ich würde sagen, wir machen mal die Ballons weg. Ja, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Oh, hiermit können wir noch so eine Reihe wegmachen. Welche nehmen wir denn da weg? Welche oh, da haben wir nochmal eine Partykanone von Pinkie Pie. Sehr schön. Dann würde ich sagen, machen wir mal die Geschenke hier fertig. Wir sind schon Level 6. Das ist sehr schön. Das gefällt mir wirklich, wirklich gut. Ich würde sagen, wir machen hier oben alles mal weg. Okay, ach nein, was war das denn? Das, ja, da haben wir jetzt ein bisschen geschlafen. Naja, das soll auch mal passieren, ne? Soll mal vorkommen. So, ich bin mal gespannt, wie weit wir in diesem männlichen Spiel, kommen werden. Ich bin wirklich gespannt. Vor allem bin ich gespannt, wie viele sich das überhaupt anschauen werden und wie viele Hater-Kommentare es hageln wird. Okay. Na komm, na komm. Das Dumme ist ja, während eine Kombo zugange ist, kann man leider nicht dann hier das nächste schon mal anklicken. Nein, man muss dann erst warten, bis die Kombo abgehandelt ist, bevor man weitermachen kann. Finde ich persönlich nicht so toll, aber na gut. So, Herzchen, machen wir hier noch weg. Und dann würde ich sagen, machen wir hier die Ballons weg. Und dann machen wir einfach mal hier die Partyhüte. Okay, okay, dann hier noch die Herzchen vielleicht. So, so, so. Okay, 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 okay. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Was? Hier, hier, hier. Oh, der Stress, dieser Stress, dieser Stress. Verdammt, 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 verdammt. Okay, das hier weg. So, yeah, yeah, yeah. Kombo, Kombo, Kombo. Ich würde sagen, die Partyhüte machen wir weg. Bäm. Und jetzt nochmal hier die Luftballons. Wunderbar, das Herzchen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Hier nochmal ein Herzchen. Jawohl, hier nochmal die Luftballons. Ja, hier auch nochmal. So. Und als nächstes würde ich sagen, machen wir hier die Geschenke. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Dann machen wir hier noch diese... Ich weiß gar nicht, wie die sie nennen. Partytröten? Ich habe keine Ahnung. So, zack, zack, zack. Hier die Geschenke. Okay, okay, okay. Wäre schön, wenn wir mal so ein bisschen so mehr Kombos hinkriegen würden. Wunderbar. Dann machen wir hier einfach mal die Reihe komplett weg. Ah, wir haben es auch fast geschafft. 68 von 100 Punkten haben wir. Die uns noch... Jawohl, 71 von 100. Die uns noch fehlen. Dann machen wir mal hier die Geschenke alle weg. Die uns noch fehlen zum Next Level. Das werden wir hinkriegen. Und warum kriegen wir das hin? Weil wir männlich sind. Darum. Also nicht, dass ihr denkt, das hier wäre ein Spiel für kleine Mädchen oder für Kinder. Nein, 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 nein. Also ich würde sagen, jeder unter 30 wäre nicht in der Lage, die Männlichkeit dieses Spiels auf Dauer zu ertragen. Oh. Ich glaube, das Let's Play geht zu lange. Ich kann nicht so lange mit der Stimme. Das funktioniert nicht. Oh, mein Gott. Aber ich werde es natürlich trotzdem weiter versuchen. Ganz klare Sache. So, fast geschafft. 89 von 100. Komm schon. Komm schon. Oh, mein Gott, diese Nervosität. Diese Aufregung. Das ist schlimmer als in einem Actionfilm. Immer noch 89 von 100. Was soll das?
Wieso haben wir immer noch nur 89 von 100? Ach, wir müssen Luftballons, sehe ich jetzt gerade. Ach, wir müssen 100 Luftballons wegkriegen. Was? Oh my fucking God. Wir müssen auch noch quasi mit System arbeiten. Ach du Scheiße. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. So viel ist es auch nicht mehr, was wir hier machen müssen. Ein Luftballon noch. Ein einziger Luftballon noch, den wir wegkriegen müssen. Komm schon. Ja, ja, ja. Ja. Yay. Wir haben es geschafft. Na, kommen wir noch auf 10.000 Punkte? Nein, auf 10.000 Punkte kommen wir nicht mehr. 9.605 Punkte. Hold on to your hooves. You're going to the next level. To giddy up to the next level. Click the continue button. Okay, Level 7. Wir müssen Herz hier wegbekommen. Dann würde ich sagen, fangen wir mit denen sofort mal an hier. Und hauen wir sofort mal eine Combo rein. Jawoll. Auf richtige männliche Art und Weise. Sehr schön. Gut, hier auch noch welche wegmachen. Dann machen wir hier auch noch. Ah, okay, okay, okay. Ihr seht also, dieses Spiel hat seine Tücken. Man muss also... Oh, 110 Herz hier müssen wir wegkriegen sogar. Man muss also nicht einfach nur die Symbole irgendwie anordnen, dass man die wegkriegt. Nein, man muss eine bestimmte Anzahl bestimmter Symbole auch noch quasi aus dem Spiel entfernen. Das ist verdammt tückisch, muss ich ja ganz ehrlich mal so sagen. Also, das hat mich jetzt doch sehr überrascht. Oh, verdammt, oh, verdammt, oh, verdammt, oh, verdammt, oh, verdammt, oh, verdammt. Ah, dieser Zeitdruck, dieser Stress, dieser Stress, dieser Stress. Oh mein Gott. Und weiter. Los, komm, und nächste. Und. Ach, wir müssen doch eins sowieso Herzchen wegmachen. Ja, wir müssen doch die Luftballon-Herzchen wegmachen. So. Dann würde ich sagen, machen wir hier noch so eine Reihe weg. Dann können die alle nachrutschen und dann bringt uns das erstmal nichts, aber das macht nichts. Das wird uns später bestimmt noch was bringen. So, und Punkte sind ja auch was Schönes. Und außerdem, alles, was wir wegmachen, scheint nur so ein bisschen Zeit hier dazu zu geben. Das ist schon mal nicht schlecht. Von daher würde ich sagen, hopp, hauen wir einfach mal die Sachen hier weg. Oh, 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 Muffins. Oh, Pinkie Pies Partykanone. Ich würde sagen, wir machen die Muffins weg, denn die stören mich gerade so ein bisschen. Ja, wunderbar. Ich meine natürlich, Wunderbärchen. So. Ach, Wunderbärchen. Könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wer von euch eigentlich so die Glücksbärchis kennt. Auch eine sehr männliche Sendung, die ich mir sehr gerne angeguckt habe. Früher, damals, denn ich war schon als Kind sehr männlich. Habe ich immer sehr gerne gesehen. Könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wer diese Sendung noch kennt, wer noch so in diesem Alter ist. Kommt die auch mal wieder weg hier, die Reihe. Okay, okay. Oh, ja, super. Das war mal eine männliche Kombo. Dann hauen wir die Reihe auch mal weg hier. Sehr schön. Ach, wunderbar. Normal müssten wir schon Overtime haben, weil wir so verdammt männlich spielen. Und da können wir wieder eine Reihe wegmachen. Dann würde ich sagen, nehmen wir diese hier. Da haben wir auch sofort wieder ein paar Herzchen weg. Sehr schön. Zack, 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 zack. Ach, das rennt hier. So, 17 Minuten. Ich denke mal, nach diesem Level werden wir dann auch beenden. Huch. Ah. So, verdammt. Da habe ich jetzt ein Weilchen wenig falsch geklickt. Okay, okay, so. 74 von 110 haben wir schon mal geschafft. Das ist schon mal nicht schlecht. Und wir haben noch jede Menge Zeit übrig. Und oh, 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 oh. So langsam sehe ich hier die Möglichkeiten aber nicht mehr so richtig. So, das haben wir doch mal schön gemacht hier. So eine schöne... Oh, sehr schön. Ich würde sagen, dann machen wir die Herzchen weg, damit wir da ein paar auf unsere Punktestand bekommen. Ja, sehr schön. Und zack, zack, zack. Und noch ein paar Kombos hinterher. Wunderbar. Wenn das nicht männlich ist mit diesen ganzen Kombos, dann weiß ich allerdings auch nicht. Das hier auch nochmal. So, dann hier noch. Eieieiei. Okay, Zeit haben wir genug, Zeit haben wir genug. Die Zeit ist noch quasi fast komplett voll. Ich bin schon überlegen, vielleicht sollten wir dieses männliche Let's Play so lange weiterführen, bis wir es wirklich nicht mehr schaffen. Bis wir wirklich ein Level erreicht haben, an dem selbst unsere absolute Männlichkeit versagt. Aber ich befürchte, das würde zu lang werden. Denn so männlich, wie wir sind, würden wir sicherlich bis mindestens Level 99 kommen. Und dann würde das Spiel zusammenbrechen, da es kein Level 100 gibt. Kein Level, der unserer Männlichkeit gerecht werden könnte. Und warum ich das jetzt gemacht habe, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ab und zu muss auch mal Falschdrücken da drin sein. Sonst wird das Spiel auch einfach nur zu sehr in Anspruch genommen, dass der Typ da, dieser richtige Kerl, dass er einfach immer nur das Richtige klickt. Das geht ja auch nicht. So, das hier wegmachen, dann würde ich sagen, machen wir hier weg. 98 von 110 Herzen haben wir weg, jawohl. Wir haben es fast geschafft, wir haben es fast geschafft. Wir haben den Level fast beendet.
Sehr schön. Und wie gesagt, denkt daran, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir eine Bewertung da, schreibt es mir in die Kommentare. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, lasst mir am besten keine Bewertung da, aber schreibt es mir bitte trotzdem in die Kommentare. Und wenn ihr mich so richtig scheiße fandet, dann erzählt all euren Freunden davon, wie scheiße ich bin. Yay! Und wir haben es geschafft, Level 7 komplett mit 13.025 Punkten. Und wir sind bei 20 Minuten, ich denke mal, das soll's für hier gewesen sein. Aus der Haus und tschüss!